Hallöchen und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr unter mir lesen konntet, gibt es heute einen XXXXXL Fashion Haul. Im Großen und Ganzen, glaube ich, habe ich 4 Wochen nicht gedreht und da hat sich so einiges angesammelt. Ich habe ein paar Online-Shops austesten dürfen und es sind altbewährte mit dabei und ich würde sagen, los geht's, viel Spaß mit dem Video. Es sind auch größtenteils nur Oberteile. Ja, wir fangen an mit Chiquelle und bei Chiquelle habe ich das Oberteil, was ich jetzt anhab, zuallererst, das ist ein flauschiger Pullover, der ein bisschen crop geschnitten ist. Der ist ein bisschen kurz, also den muss man wirklich mit einer High-Waist-Hose tragen. Das wäre der. Alle Sachen, die ich finde, verlinke ich euch unten in der Infobox. Dann habe ich mir einen Pullover ausgesucht in Leo. Hinten ist der komplett schwarz und vorne, wie gesagt, Leo, sehr kuschelig, Größe L. Bei Chiquelle habe ich mir noch 2 Hosen ausgesucht in Größe 36. Die waren mir allerdings viel zu klein. Also die waren wirklich so mini-makro klein. Die habe ich Tina einfach weitergegeben. Ich werde sie euch unten in der Infobox verlinken. Waren sehr, sehr schöne Jeans. Ich hoffe, Tina passen die. Aber mir haben sie einfach nicht gepasst. Der letzten war 38 zu groß und 36 war jetzt viel zu klein. Ich brauche 37 oder so. Weiter geht's. Dann machen wir weiter mit den Sachen von Shein. Also erstmal bleiben wir bei den altbewährten. Bei Shein habe ich mir ein Kleid ausgesucht. Warte mal, ich habe einen Screenshot gemacht, weil ich so viele Klamotten hier habe und dass ich einfach hier nichts vergesse zu zeigen. Das habe ich. Genau. Bei Shein hatte ich mir ein Kleid ausgesucht. Das blende ich euch mal hier ein. Das sah fürchterlich aus. Also in echt war es fürchterlich. Es war viel zu lang. Es sah einfach Oma-mäßig aus. Der Stoff war fürchterlich. Es war einfach nicht mein Geschmack. Deswegen habe ich es einfach in die Box mitgegeben, wo ich Sachen einfach spende. Regelmäßig, ich gebe regelmäßig Sachen einfach für einen guten Zweck weg. Und da habe ich das Kleid einfach mit reingepackt. Dann habe ich ein Pulloverkleid in einem Senfgelb, das wäre der, den liebe ich. Ich finde die Farbe schön, ich mag diesen Turtleneck, ich mag die Länge, ich mag den Stoff, ich mag, dass es ein bisschen dicker ist, dass man einfach so eine Jeansjacke, einen Mantel, Boots, Strumpfhose drauf tragen kann und es sieht trotzdem cool aus. Wie gesagt, ich liebe Senfgelb über alles. Dann habe ich einen Hoodie mir ausgesucht und zwar in Grau. Der ist ein bisschen was leichter. Da steht einfach NASA vorne drauf. Hat hier oben 2 Bündchen, habe ich in M genommen. Mittlerweile nehme ich eigentlich die Sachen in der Größe, die ich trage, außer so in Jacken, meistens mal eine Nummer größer oder so. Und das wäre der. Den liebe ich, den trage ich super gerne. Und dann habe ich mir noch ein Hoodie genommen, auch in M, aber der ist ein bisschen was wuchtiger, ein bisschen was weiter in einem Babyblau. Hat hier vorne wie so ein typischer Hoodie einfach so diese Taschen, dass man hier rein kann und ist von innen so ein bisschen leicht gefüttert. Ist wirklich ein angenehmer Stoff. Gefällt mir wirklich sehr gut. Bis aufs Kleid habe ich keinen Fail oder so. 1, 2, 3, 4. Ich müsste eigentlich noch ein fünftes Teil haben. Welches war denn das fünfte Teil der Bestellung? Ich weiß es nicht. Ohne Spaß, ich weiß es wirklich nicht. Ach doch, nee, das war es nicht. Wenn ich das fünfte Teil, das fehlende fünfte Teil finde, blende ich es euch einfach ein. Ansonsten findet ihr es unten in der Infobox. Dann habe ich ja einen relativ neuen Shop mit dazu bekommen als Zusammenarbeit und zwar Shelay. Und da habe ich mir einen rosafarbenen Pullover ausgesucht. Ihr werdet sehen, dass diese Pulloverart sehr, sehr oft vorkommt, weil ich einfach gerne einen Pullover trage mit einer Bluse unten drunter. Und da brauche ich einfach so einen Kragen, wo man das sehr schön tragen kann. Das ist wirklich ein schönes Babyrosa wie das und sehr, sehr dick vom Stoff, also wirklich tragbar. Dann habe ich noch einen Pullover in einem Taubton, so einen erdigen Ton, das wäre der. Der hat hier 2 so Bündchen in Schwarz, ziemlich normal einfach mit einer Kapuze, aber nicht so ein klassischer Hoodie mit hier so Taschen, sondern einfach einen Pullover. Und bei dem letzten Pullover, ja gut, der ist so ziemlich basic. Das ist einfach ein stinknormaler blauer Pullover. Ist ein bisschen Crop-Top-mäßig geschnitten. Sieht man einfach daran, dass die Ärmel auf jeden Fall länger sind als der Pullover an sich. Ja, dazu gibt es nichts Spannendes zu sagen. Dann hat mich eine Firma angeschrieben und zwar
YesStyle nennt sich die Internetseite und die vertreiben auch so allerhand Klamotten, also Bekleidung, Schuhe, Schlafanzüge, aber auch so, ich glaube, da gibt es einfach auch Haushaltssachen oder so, glaube ich, aber nagelt mich nicht fest, wenn es nicht so ist, aber auf jeden Fall Klamotten. Und ich habe mir unter den Klamotten das Kurioste vorgestellt, dass einfach schlechte Qualität kommt. Das ist ein China-Online-Store. Aber ich muss sagen, ich war super, super überrascht von den Klamotten. Ich liebe sie. Ich werde sie euch jetzt zeigen, aber ich muss erstmal den Akku wechseln. Einmal Akku gewechselt, weiter geht's. Also, wie gesagt, ich war super überrascht, als ich die Teile ausgepackt habe von YesStyle. Erstmal, sie haben 0,0 gestunken und die Qualität war einfach mega. Also die Klamotten, teilweise können sie genauso bei H&M oder Zara hängen, weil die Qualität einfach überragend ist. So, wir starten mit dem coolsten Teil. Und zwar habe ich mir eine Pyjama bestellt und man sieht einfach, dass die Abmessungen vielleicht bei den Hosen anders sind als bei uns. Sie ist mir ein bisschen zu kurz, aber sie kann auch einfach 3/4 oder 7/8 sein. Und das ist ein Pyjama. Und da steht Milk drauf. Er ist gelb. Ich liebe gelb, wie gesagt. Und ich liebe ihn. Also, es ist alles einmal gewaschen worden jetzt von mir. Also, ich mache das sowieso. Also, sowohl Klamotten, die ich im Laden kaufe, als auch online shoppe. Ich wasche sie erstmal einmal. Das ist Pyjama-Oberteil in gelb. Wie gesagt, Milk. Ein bisschen kurios finde ich es an der Hose, dass es nur auf einer Seite eine Tasche gibt. Aber gut. Nur auf der rechten, glaube ich, war es. Ja, nur auf der rechten. Und das ist die Hose dazu. I love it. Ich wusste die Abmaße nicht. Also ich wusste nicht, fallen die Sachen normal aus, mittlerweile wie bei Shein, oder lieber eine Nummer größer bestellen, weil sie kleiner ausfallen. Und so habe ich es auch gemacht. Ich habe lieber eine Nummer größer bestellt. Dann wusste ich, okay, gut. Ich habe auch keine Hosen, also keine Jeans oder so ausgesucht, sondern wirklich nur Sachen für oben rum. Außer die Pyjama. Die finde ich aber sowas von geil. I love it. Den werde ich euch natürlich jetzt nicht angezogen zeigen. Ich muss mal gucken, so bei Basic-Sachen macht es wahrscheinlich 0,0 Sinn, die irgendwie angezogen zu zeigen, weil es einfach normale Sachen sind. Dann habe ich mir eine Strickjacke ausgesucht und die finde ich auch super cool. Die ist in meinem Alltag auch schon nicht mehr wegzudenken. Und zwar eine in Blau. Die geht jetzt nicht zuzumachen. Die kann man einfach nur so rüberschmeißen, auch mit einer Jeans. Und selbst wenn man da eine Lederjacke oder so drauf zieht, sieht das auch eigentlich ganz cool aus. Dann habe ich euch ja gesagt, dass ich mir Pullover in diesem Style ausgesucht habe, wo ich einfach eine Bluse drunter ziehen kann. Und da habe ich Pullover Nummer 1. Den hatte ich gerade schon an zum Drehen in Rosa, den habe ich mir die Ärmel ein bisschen hochgekrempelt. Ansonsten, wie gesagt, es ist ein völlig normaler Stoff, aber er ist angenehm, er kratzt nicht und auf jeden Fall tragbar in Rosa. Ich kann euch mal einblenden, wie ich mir das vorstelle anzuziehen. Das wäre auf jeden Fall eine Alternative. Und drunter hatte ich jetzt gezogen eine Bluse. Die hat einen braunen Kragen hier so ein bisschen abgesetzt und so ein braunes Bändchen, was ich mir so zugebunden habe vorne. Einfach so eine Schleife vorne gemacht. Und ja, die Bluse finde ich mega schön. Ich muss hier jetzt aber nochmal in die Wäsche schmeißen, weil hier einfach ein fetter Make-up-Rand dran ist. Und das beides habe ich zusammen kombiniert und dann hat das so niedlich rausgeguckt. Und dann habe ich einen Pullover in Gelb. Ähnlicher Pullover, also gleicher Pullover, nur andere Farbe. Und das wäre der in Gelb. Und da kann man ja auch super, super gut das einfach drunter ziehen. Wie gesagt, das war auf jeden Fall auch mein Anliegen. Und dann habe ich den Pullover auch nochmal in Blau mitgenommen. Weil Blau geht einfach auch immer. Ist ein sehr, sehr zartes, also sehr, sehr pastelliges Blau. Aber auch Gelb ist pastellig und Rosa. Sehr schön. Dann habe ich noch eine andere Bluse. Die ist ziemlich basic, die wirkt ein bisschen größer, die muss ich mal anziehen. Die habe ich jetzt noch nicht angezogen, habe ich jetzt einfach bloß aus der Wäsche. So ein blaues und das glaube ich, kann ich mir auch gut vorstellen, so unter dem gelben Pullover oder einfach mit einem schwarzen Pullover oben drüber. I love it. Dann habe ich eine Kombination, die hatte ich auch gerade schon zum Drehen an, da kann ich euch auch mal ein Bildchen einblenden. Und zwar ein basic weißes Oberteil. Das Oberteil gab es auch noch in einer anderen Variante. Also auf dem Oberteil steht jetzt Day. Die gab es auch noch mit Night. Aber Night war schon ausverkauft und das war schwarz und hatte eine weiße Schrift. Gab es leider nicht mehr. Und dieses Material von diesem T-Shirt ist überragend. Es ist einfach unfassbar weich. Und da habe ich einfach dieses T-Shirt angezogen, eine Basic Jeans drauf und dann einfach so ein Cord.
Hemd drüber. Das habe ich mir auch eine Nummer größer auf jeden Fall genommen, dass es einfach ein bisschen lockerer fällt. Aber das fand ich ultra cool, so in Kombination. Man kann das auch zumachen mit so einem Druckknöpfe. Ja, ich werde euch da einfach so ein paar Kombinationen mal einblenden. Dann habe ich noch eine rosane Bluse mitgenommen. Eine rosane Bluse mir ausgesucht, das wäre die. Da finde ich den Kragen auch sehr, sehr niedlich. Wartet mal, der Kragen von der weißen Bluse, der war doch genauso. Ja, der war genauso, genau. Die Blusen sind einfach 1:1 identisch, nur hier ist es eine rosane Bluse, aber ebenfalls mit einem braunen Bändchen. Und hier ist es einfach eine weiße Bluse, ebenfalls mit einem braunen Bändchen. Und ich habe mir halt Blusen und Pullover bestellt, weil ich so tragen wollte. Eine weiße Bluse ist noch mitgekommen. Das wäre die. Die hat hier oben auch ein ganz niedliches Bündchen. Könnt ihr das sehen? So sieht das Bündchen aus. Sehr hübsch. Dann habe ich noch zwei Oberteile, und zwar ein grünes. Da steht, ich sitze hier voller Hand in Klamotten. Let's Avocado. Da ist einfach so eine Avocado drauf. Und auch dieses Material finde ich sehr, sehr schön. Also, und es ist nichts eingelaufen. Also wie gesagt, ich habe alle Klamotten auf jeden Fall einmal gewaschen. Weil, also wie gesagt, das mache ich immer. In so einem coolen Grün. Auch da kann ich mir diese Cordbluse drüber gut vorstellen. Und dann habe ich noch ein Oberteil. Was ist das? Ach, das ist auch niedlich. Das hat hier vorne so ein kleines Herz. Und hier an der Seite steht Tomato. Ist aber vom Material her ähnlich wie das Oberteil mit dem Day. Also super, super weich, super, super hochwertig vom Material her. Ist hier in so ein, ach, schade, dass hier nicht so ein Schild drin ist, dass ich euch sagen kann, was das für ein Material ist. Aber mega, mega schön, wirklich. Und das letzte Oberteil, das ist wirklich eher was so fürs Drehen oder für zu Hause. Ein rotes Oberteil, ein weißes Oberteil mit roter Schrift. Today is a good day. Das wäre das. Ja, also ohne Spaß. Ich bin wirklich verliebt in diesen Online-Shop. Wirklich, das ist so krass. Also natürlich kann man wahrscheinlich auch ins Klo greifen mit manchen Sachen. Aber die sind mega, mega gut gewesen. Alles, was ich finde, verlinke ich euch unten in der Infobox. Oder wenn ich irgendwo einen Rabattcode oder sonst irgendwas finde. Und das ist jetzt auch nichts Bezahltes oder sonst irgendwas. Ich sage euch da offen und ehrlich meine Meinung. So wie bei dem Shein-Kleid. Das war ja eine Katastrophe. Okay, vollgepackt mit Klamotten verabschiede ich mich aus diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, verlinke ich euch meine letzten beiden Videos hier unter mir. Und meinen Kanal könnt ihr gerne hier abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Fühlt euch gedrückt, eure Sandra. Tschüssi.